Hier drüben! Mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay. Sehen wir uns mal um. Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Kommt man woanders rein? Hier scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Ich sehe nach, was da hinten ist. Okay, verstehe. Was ist hier los? Dieses ganze Elektronikzeug? Das muss Eugenes sein.
Bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Aber warum hat er es mir verheimlicht? Definitiv Eugenes Hütte. Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete 3 Soldaten. Und 2 Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Er ließ seine Familie zurück und ging zu den Fireflies. Krass. Eugene. Licht. Heizung. Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. Da ist der Generator. Schon besser. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Das wird gehen. Gute Arbeit. Oh, hallo. Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Nicht. Thank you.
Na los. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Oh mein Gott. Das ist Gras. Ja, furztrockenes Gras. Das erklärt einiges. Dina, eine Gasmaskenbombe. Oh Gott, er war so schlau. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Ach. Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist, und 10 überwältigend. Wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, es war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Oh.
So, infiziert. Oh, Mann. Bleib bei.
Wir müssen alle warnen. Ein Aufräumkommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Auf die Fenster achten. Wohin gehen wir? Hier lang! Los! Sie sind überall! Zu den Türen! Hier durch! Auf mich! Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf! Okay, du reitest mit mir. Komm! Komm! Halt dich fest!